Herzlich willkommen bei Brandon Wunders Astrophysik TV. Wir werden uns im heutigen Video mit einem Kugelsternhaufen beschäftigen, das gerade mal 5500 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt liegt. Es handelt sich um Messier 9, NGC 6333. Es ist ein Kugelsternhaufen im Sternbild Schlangenträger, das 26.000 Lichtjahre vor uns entfernt liegt. Aber ich würde mal eher sagen, dass es ein bisschen ungewöhnlich ist, dass es 5500 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt ist, weil eigentlich ist es ja so, dass die Kugelsternhaufen sich im Halo-Bereich der Milchstraße befinden und das ist mehr so der Außenbereich. Deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen ungewöhnlich hier. Aber na gut, es ist halt so, wie es halt ist. Dieser Kugelsternhaufen hat eine Ausdehnung von 90 Lichtjahren, das heißt der Durchmesser beträgt 90 Lichtjahre und das ist so typisch für Kugelsternhaufen, weil die alle so zwischen 50 und 150 haben. In ihnen wurden 13 veränderliche Sterne entdeckt, aber jedoch habe ich keine nähere Information gefunden, welche es sein könnten. Aber ich vermute mal, dass es AGB-Sterne sein können, weil Kugelsternhaufen sind in der Regel sehr alt. Und diese AGB-Sterne sind veränderliche Sterne, die ein Alter von ungefähr 10 Milliarden Jahren haben. Das könnte eine Möglichkeit sein. Oder vielleicht so pulsierende rote Riesen und oh, da wird schon was sein. Aber wir wollen natürlich noch wissen, warum heißt das Messier 9? Ganz klar, weil es von Charles Messier entdeckt worden ist. Und das Datum war der 28. Mai 1764. Messier hat ihn zunächst als den kleinen runden Nebel ohne Stern notiert, aber 20 Jahre später wiederum hat Wilhelm Herschel ihn als sternreichen, sehr dichten Haufen anerkannt. Da sieht man ja schon, dass es sozusagen von klein auf anfängt und so, aha, Nebel ohne Stern. Und dann später, mit der Zeit, kommt immer mehr und mehr Informationen dazu, weil man immer mehr und mehr erforschen kann, weil vielleicht auch die Technologie moderner wird oder weil man auch einfach mehr zur Verfügung hat. Das ist auch wie bei den Atommodellen so. Da fing man bei Demokrit an und dann vor 100 Jahren war man schon mal ein Borschen-Atommodell. Und genauso ist es, wenn man einen Kugelsternhaufen entdeckt. Man sieht erstmal nur, aha, und erst wenn man tiefgründig an die Sache hineingeht, entdeckt man auch wesentlich mehr. Aber wenn man diesen schönen Kugelsternhaufen beobachten will, was muss man da machen? Am besten hat man ein mittelgroßes Amateurteleskop. Weil mit einem kleinen Feldstecher, also mit einem 10x50 Feldstecher, sieht man nur ein kleines formloses Scheibchen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns am nächsten Video wieder hören werden. Tschüss.